Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ohne Scheiß, ich fühle die Add-ons. Ne, sie sind leider noch nicht da, aber ich fühle, dass sie bald rauskommen werden. Ich bin einfach so in Add-on-Laune. Wow! Holy shit. Ja, ich glaube, es wird nicht mehr lang dauern, weil es sind wohl jetzt auch schon Charaktere im Spiel aufgetaucht. Auf jeden Fall hat mir das einer der Zuschauer gesagt. Zero darf sich angesprochen fühlen, dass er irgendwie NPCs gefunden hat, die schon DLC bzw. Add-on relevant sind. Und es werden wirklich Add-ons. Okay, man sieht es ja nicht im Menü. Aber im Hauptmenü sieht man, dass Add-on-Support aktiviert wurde. Das heißt, keine DLCs, Add-ons. Heißt Fallout New Vegas, Fallout 3, größte Spielcontent, Extras. Wieder mal das Ödland gerettet. Ja, das wird geil. Das wird richtig geil. So, wir sind jetzt immer noch mit einer Power-Rüstung am Rumnudeln. Ist immer nicht so schlimm, weil wir lange keine Power-Rüstung mehr hatten. Ich meine, ein bisschen den Luxus des Ödlands genießen, warum nicht? Beschaffene Gewehre. Ja, wir können die Blaupausen mal wegbringen. Das war, glaube ich, Good Neighbor. Ne, das war das Institut. Dann machen wir das doch mal. Da müssen wir zwar bis ins Institut. Wow. Aber ich denke, das ist kein Problem. Und wisst ihr, was ich mich frage? Ich bin doch jetzt der Big Boss hier. Warum darf ich immer noch nicht meine Begleiter mitnehmen? Ich meine, jetzt könnte man es doch erwarten, oder? Oh, die Musik geht wieder so ab. Wie man hier wirklich Hall hört, wenn man mit dem Ding rumspringt. Ich mach mal die Lampe aus. Ist ja albern. Ja, wir hören uns mal an, was Evan Watson zu sagen hat. Allerdings müssen wir nochmal ein Stockwerk nach oben. Ja, wir haben ihm seine heiß erträumten Blaupausen besorgt. Jetzt sag nicht, ich muss doch nach unten. Fick dich doch. Nee, doch hier. Aber er schläft. Yo. Ich habe ein paar Baupläne der Bruderschaft für dich. Geil. Fantastisch. Ich kann es nicht erwarten, sie mir anzusehen. Du hast sicher einiges riskiert, um sie mir zu bringen. Ich habe hoffentlich nicht zu viel verlangt. Er sieht von der Seite aus wie ein Frettchen. Ja, hab schon Schlimmeres erlebt. Wir sind mal nicht gierig. Ich habe schon Schlimmeres erlebt, aber ich muss es nicht alle Tage haben. Im Ernst? Dann hast du ja schon einiges mitgemacht. Wenn du noch mehr von diesen Bauplänen findest, lass es mich wissen. Inzwischen werde ich mal sehen, was sie mir verraten. Okay, kann es sein, dass es... Nee, ich glaube nicht, dass es so eine Endless Fetch Quest ist. Hast du vielleicht eine neue Quest? Nicht hinlegen und schlafen, nein! Das ist gegen das Institut gesetzt, das ich gerade aufgestellt habe. Steh auf! Ich will sehen, ob du noch eine Quest der Rowney für mich hast. Wenn du dich an deine neue Rolle gewöhnt hast, sollten wir über neue Strategien sprechen. Ja? Vater und ich haben uns jede Woche beim Essen unterhalten. Ich werde diese Gespräche vermissen. Also ich werde mich... Ich habe mich verlaufen und bin in deinem Klo gelandet. Da ist der Ausgang. Ja, das war ja wohl toter Winkel, wenn man hier langkommt. Na gut. Ja, das war's auch schon hier. Ein bisschen mager. So, also so richtige Quests. Eliminiere die wilden Ghule haben wir noch für irgendjemanden. Schädlingsbekämpfung. Ich würde sagen, das können wir mal eben machen, weil mal eben ein paar Ghule platt machen. Das ist nicht die Welt. Außerdem waren wir da noch nicht. Deswegen einmal nach Harbury's Comics, bitte. Jeder liebt auch Comichefte. Vor allem von Deadpool. Well, habt ihr Deadpool gesehen? Immer so eine Frage hier ans Publikum. Ich war in Deadpool drin. Muss sagen, das war ein echt guter Film, ja. War angemessen auf die Audienz, die zusieht. Echte Männer. War ein guter Film. Okay, jetzt musste mein Hirn erstmal arbeiten. Freund oder Feind? Nein, Puppe. Okay. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal so total stumpfe Gedankenabläufe in eurer Birne habt und dann merkt ihr am Ende einfach nur, oh Mann, du bist ein Depp. Das kann doch sein, dass nur ich das hab, ja? Das wird mich nicht wundern. Ja, es war mal wieder Flaute, aber ich habe meine Zwischenprüfung geschrieben und bin mir ziemlich sicher, dass ich gute Ergebnisse bekommen werde. Ich hasse dich. Ja, und das ist natürlich schon mal verdammt geil. Oh Gott. Oh Gott, wir haben ja die Gatling angegeben. Holy shit. Als ich habe ich einem Karawanenhändler mal ein Comic-Heft geklaut. Das Ding bestimmt Hund. Ja, sie hat gerade was zum Comicladen sagen wollen. Irgendwie wollte der Ghoul das nicht. Ja, auf jeden Fall meine Zwischenprüfung geschafft. Ich bin für die, die es interessiert, in der Ausbildung zum Fachinformatiker. Und naja, das ist halt schon mal eine gute 50% Marke, würde ich sagen. Halbe Miete habe ich damit verdient. Wobei ich glaube, dass man nach 2 Jahren eh nicht mehr so viel lernt.
Also das meiste habe ich, glaube ich, gelernt. Ich meine, man lernt über die Jahre eh noch viel, viel mehr, aber ich meine so im Rahmen von dem, was man in der Ausbildung lernt. Ja, ihr? Ja, ich weiß nicht, was ihr hier versucht. Ich meine, ich kann mich mal hier hinstellen. Eure Fäuste gegen meinen Stahlbuddy. Ihr seht schon, das bringt nicht so viel. Aber, damit der mysteriöse Fremde auch mal was zu tun hat, versuche ich mal, ein paar von euch anzuhitten. Aber es waren eiskalt drei Schüsse, drei Headshots und drei Kills. Ist wohl heute kein Loot für den mysteriösen Fremden drin hier. Aber hier wollte ich eigentlich rein und ich mache auch einfach mal die Tür auf, weil Kate steht da ja drauf. Jetzt aber. Nein. Geht doch. Ja, ein Einsteigerschloss. Ich werde ihn nicht bringen, wir haben schon 100 Mal gemacht. Oh, was sind wir denn hier? Wow. Drück dich. Ja, Befriedigungsversuch fehlgeschlagen. Ich finde es ganz gut, dass wir den Ghoul nicht befriedigt haben. Ja, und wir wollten tatsächlich eine Kampfrüstung bauen. Ihr habt mich letztens daran erinnert. Ich wollte eine Kampfrüstung bauen und keine Synth-Rüstung. Aber jetzt haben wir die Synth-Rüstung. Auf die Kampfrüstung können wir uns umso mehr freuen. Haben gleich noch ein Glückteil gefunden. Ich könnte dir helfen. Aber ich könnte dich auch befriedigen, da du dich in der Ecke eh nicht wehren kannst. Beruhige dich! Du willst wohl nicht befriedigt werden, ja? Und jetzt? Nee, keine Chance, dass der von alleine da rauskommt. So, was haben wir hier? Eine Nuka-Cola Quantum. Ich vermisse die Nuka-Cola, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Die Orange-Neon-Leuchtende. Die war geil. Orange ist einfach meine Farbe. Was haben wir denn hier noch? Der letzte Ghoul da oben. Das kriegen wir hin. Ja, ich untersuche gleich die Gegend ein bisschen mehr. Das war geil. Jung, willst du nicht rauskommen? Ja, wir gucken mal, was so geht. Wow. Ich wurde von hinten hier reingeprügelt. Und tatsächlich ist meine Rüstung bald finito. Ich glaube, der ist voll am Ende, der Typ. Der weiß gar nicht, was er machen soll. Beruhige dich, Freak. Der will nur befriedigt werden. Ich gebe dir nicht. Ja, verstrahltes Blut. Kehrt zu Alan Bennett zurück. Können wir machen. Das war wohl nicht nur Kamera, nicht nur Comicladen, sondern auch so ein Comic-Film-Dings hier. Benötigte Muni fehlt. Oh Mann. Ich glaube, das ist Overkill. Auf Abstand halten. Weil nicht die eigene Rüstung zerfetzen. So, dann haben wir hier nochmal krassen Loot. Irgendwo? Nein. Hier. Das Junkies Kampfgewehr. Leider nicht das, was ich gesucht habe. Wobei, ich wollte gerade sagen, ich hätte mich gefreut über eine. Platzverschwendung. Ja, apropos. Wir sind tatsächlich überladen. Aber, Splittergranate weg. Superhammer weg. Wobei, den Superhammer können wir ihr geben, aber ich glaube, sie braucht ein bisschen. Wobei, sie stand dem da hinten. Sie muss eigentlich in der Nähe sein. Ja, was ich sagen wollte, der Überlebensmodus von Fallout wird tatsächlich nochmal gepatcht. Es wird dann so ähnlich sein wie der Hardcore-Modus in Fallout New Vegas. Tatsächlich wollen sie den Überlebensmodus jetzt so anpassen, dass Munition halt was wiegt, dass man trinken muss, dass man essen muss, dass man Krankheiten kriegen kann, dass man sich dementsprechend heilen muss, dass man nicht mehr schnell reisen kann für mehr Realismus. Also ich freue mich richtig drauf auf das, was sie alles vorhaben mit dem Game. Das kann richtig abgefahren werden, wenn sie es richtig umsetzen. Ich hoffe, dass es nicht in der Form von einem Add-on oder so kommt, aber bisher. Brauchst du was? Oh, und ich dachte, du wolltest kuscheln. Das können wir bestimmt noch machen, ja, aber wahrscheinlich willst du erst ein höheres Beziehungslevel. Wobei ich dir zutraue, dass du einfach so rummachst, ja. Ich halte dich für so eine. Na gut, ja, Frauen haben Bedürfnisse, das ist so. Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen. Weil ihr noch Schüler seid und nicht so viel Erfahrung habt. Aber seht ihr? Das ist genau das, was ich meine. Sie hat gerade schon gesagt, hast du kurz Zeit. Sie will schon mit mir loslegen. Hey. Hoffentlich ist es das wert. Warte da. Du lässt mich zurück. Komm schon. Das ist dein Tod. Ja, anscheinend sind wir zu weit weggegangen. Ansonsten hätte sie jetzt direkt uns einen, ja, im Comicbuchladen besorgt. Das ist halt echt ein geiler Ort für sowas.
Sondern die haben ja Silver Shroud. Oh Mann. War das nicht so keine Quest? Ist mir eigentlich egal, ja? Wir können das tragen. Damit sehen wir viel cooler aus als Nick. Ja, ich weiß noch nicht, was das für ein Design ist. Silver Shroud sagt mir gerade ehrlich nicht so viel. Ich glaube, das war irgend so eine Comic-Figur tatsächlich hier. Ja, wir gucken mal. Studio-Steuerungsterminal, Audiosteuerung. Achtung, alle Aufnahmegeräte sind derzeit außer Betrieb. Meins nicht. Ja, Rauschtestmuster, Silver Shroud Titelmusik, ja. Das ist ja geil. Ich glaube, wir machen lieber die Titelmusik an, ja? Juhu! Oh Mann. Ich bezweifle, dass in der Aufnahme, in dem Filmstudio, die Musik einfach so im Hintergrund irgendwo spielt. Ja gut, machen wir das mal aus. Videosteuerung. Fehlgeschlagen. Scheinwerfersteuerung. Maximale Helligkeit. Chrominanztest. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Oh. Jetzt ist es aber hell da hinten. Chrominanztest. Ah, hat wahrscheinlich was mit RGB-Farbentests zu tun. Aber ist ja auch cool. Mann. Ja, maximale Helligkeit muss ich nicht haben, ja. Ich sitze hier im dunklen Raum. Ich will meine Augen ja schon. Wenn ich sonst nie mache, dann wenigstens jetzt. Und hier hat der Star sein Zimmerchen gehabt mit unglaublich überwältigenden Geschichten. Mehr Schaden mit dem Alien Blaster, den wir immer noch umbauen können. Vielleicht sollten wir das machen. Dann haben wir eine Ablösung für unseren Erlöser und quasi noch eine Pistole, mit der wir mucho macho skilled sind. Ja, ich weiß, ich bin faul, ich mach's ja schon. Ich hab gedacht, ich kann schnell genug an euch vorbeilaufen, ohne dass ihr es bemerkt. Oh Mann, ey, ich weiß, ich loote nicht gut. Traubenmantel, sie sind selten. Vorkriegsgeld, Smoking, Schmalzlockenperücke. Die nehme ich mit. Ja, Kate hat das Ganze natürlich wieder gefallen. Wir arbeiten uns jetzt nochmal nach unten vor, rückwärts und, ja, werden dann gucken, was auf dem Dach ist. Noch eine Tür. Na, das ist ja... Ganz ehrlich, wie viele Haarklammern haben wir? Ich meine, kann es uns überhaupt irgendwie interessieren? Diverses... Haarklammer... Haarklammer... 195. Wow, du bist echt groß! Holy shit! Oh, ein verärgerndes Lolz. Ja, bringen das Ziel zur Raserei. Das ist ja ein geiles Item. Nuka Cherry, Kamera, Impex, Mandats. Ja, das hier war wohl der Künstlerpausenraum. Silver Shroud Script. Der Tod steht dir gut. Ich habe eigentlich gedacht, wir können uns das anhören. Oh Mann, jetzt hat es direkt aufgenommen. Ja, wir gucken mal. Silver Shroud Script, wir lesen es. Silver unter S. S-I. Der Tod steht dir gut. Entwurf 18. Titelkarte. Die Abenteuer von Silver Shroud. Start instrumentaler Titelsong. Episodenkarte. Der Tod steht dir gut. Erzähler. Heutige Folge. Der Tod steht dir gut. Ende Titelsequenz. Titelkarte. Boston 2077. Außenstraße. Außenstraße von Boston. Nacht. Neu gedrehte Szenen der Skyline von Boston bei Nacht. Der Himmel wird vom Vollmond erleuchtet. Das Mars Fusion Gebäude und der Trinity Tower sind deutlich zu erkennen. Schwenk nach unten auf die Straße. Das geschäftige Nachtleben von Boston. Autos, Leute etc. Innen der Rusty Anchor Pub Hinterzimmer. Ein Deckenventilator dreht sich über einem kleinen Kartenspieltisch. Drei Männer und zwei Frauen, alles Gangster, sitzen still an einem Tisch und brüten über ihren Karten. Ein Stapel Spielchips liegt in der Mitte des Tisches. Es handelt sich offensichtlich um ein illegales Spiel mit hohen Einsätzen. Glatzen Betty. Betty? Keine Ahnung. Du bluffst doch. Irre Clara. Freut mich, dass du das denkst. Glatzen Betty. Okay, gut, ich setze alles. Glatzen Betty. Hebt seine Chips in die Mitte des Tisches, wodurch der Stapel noch einmal größer wird. Silver Shroud, also eigentlich seid ihr alle raus.
alle am Tisch schauen sich verängstigt um. Niemand weiß, wo die Stimme hergekommen ist, aber sie erkennen die Stimme als die von Silver Shroud. Glatzenbettig, nein, das kann nicht sein, Silver Shroud. Oh doch, oh mein Gott, ist das schlicht. Das Licht geht aus. Plötzlich wird der Raum nur durch das Mündungsfeuer eines Maschinengewehrs erhellt. Es ist Silver Shroud.